Was geht ab, Champs? Mein Name ist Dean Champ und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Spielzeugkanal. Ja, heute gucken wir uns was ganz Besonderes an. Etwas Neues, aber Altes der Teenage Mutant Ninja Turtles. Meine lieben Freunde, ich weiß nicht, wer von euch diese Figuren bzw. vor allem die Figuren von damals nicht geliebt hat. Ja, ich habe sie definitiv geliebt und es ist so, dass Playmates immer wieder, ich sag mal, Reboots bringt, Remaster-Figuren, Figuren, die heutzutage etwas aufgewertet sind oder abgewertet. Kann auch sein, dass die Figuren schlechter sind als die von damals. Wir haben dazu hier auf diesem Kanal auch schon einige Videos gemacht. Und ja, auch hier gibt es wieder mal Figuren, die es schon mal gab, die es jetzt neu wieder gibt. Ja? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich meine, es ist eigentlich nicht schlecht, wenn man irgendwann nochmal die Chance hat, seine Figuren, die man damals besessen hat, in der Kindheit nochmal im Alter neu zu kaufen. Ich bin trotzdem der Fan, dass man sagt, ey komm, ich besorge mir, wenn es denn irgendwie klappt, die alten Figuren nochmal. Selbst wenn die nicht ganz vollständig sind. Oder schreibt mir eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Jedenfalls haben wir hier einen Bus, ihr seht ihn schon. Extrem geil gemacht. Und da sind auch einige Turtles dann in dem Bus drinne, ja. Sehr nice. Man kann schon erkennen, welche Figuren sich in dem Bus befinden. Und ich werde hier mal diesen Bus jetzt gemeinsam mit euch öffnen und mal die Turtles rausholen. Mal sehen, wie die so dargestellt sind. Ich glaube, das war es auch schon. Nee, hier muss ich auch nochmal rein. Aber ich glaube, dann haben wir es auch. Jupp, sieht so aus. Nee, immer noch nicht. Mann, Mann, Mann. Ich bin ja auch so ein Kerl, der mehr auf so, ich sag mal, Actionfiguren steht. Also Figuren, die man tatsächlich auch bewegen kann und so. Statuen sind jetzt nicht so meins. Ich mag es wie damals. Ich mag auch diese neuen Mutant Mayhem Figuren sehr, sehr gerne, weil die eben auch an damals erinnern. Was ist denn das hier jetzt? Sekunde, wir haben es gleich. So, und mit an damals erinnern meine ich einfach, dass man damals ja eben auch nicht mit Statuen gespielt hat, sondern eher mit Figuren richtig. Ja, das ist eher so mein Jam, würde ich sagen. Klar, Statuen kann man sich hinstellen, aber das ist dann nicht dasselbe. Ja, und ich ziehe hier die erste Figur raus. Das ist die Karte von hinten. Ja, so sieht sie aus. Oh, ihr seht schon, was da so drin ist. Geil, geil, geil. Vor allem in Amerika hatte man natürlich hier gut die Chance, an solche Figuren zu kommen. Und das ist er. Ja. Tidi Tossin Leo. Der Football Fighter. Sieht nice aus. Definitiv. Ich meine, ich glaube, für mich persönlich ist das hier die schwächste Figur tatsächlich. Ich bin kein Football-Fan. Leonardo ist ganz geil. Ich muss auch sagen, die Farben erinnern stark an die Figuren von damals. Also würde ich den jetzt auf dem Flohmarkt finden, würde ich nicht so richtig unterscheiden können, ob das jetzt wirklich eine Figur von damals ist oder von heute ist. Ne? Also hier haben wir den Leo. Hier steht es nochmal. Sewer Sports All-Stars. Teenage Mutant Ninja Turtles. TD Tossin Spring Powered Pass in Action. Go out for a long bomb. Und er wirft halt die Bombe. Da haben wir noch ein Stück Pizza, den Helm und natürlich die Bewegungspunkte, die man so kennt bei Turtles-Figuren. Ja? Alright, schauen wir uns den nächsten an. Denn ich muss sagen, da gibt es definitiv noch bessere. Der ist auch ziemlich cool. Das ist die Rückseite. Und ich drehe ihn. Das ist der Shell Kicking Ref. The Super Sewer Soccer Player. So sieht der aus. Extrem geil, oder Leute? Extrem geil. Das ist die Karte von hinten. Da sind dann eben auch noch die restlichen abgebildet. Da gehen wir jetzt aber nicht so sehr rein. Ich muss sagen, der hier ist echt cool dargestellt. Man sieht halt, wie seine Socken dreckig sind. Ja, es ist ein Fußballspieler. Wir haben hier so ein Netz. Wir haben einen Fußball dabei. Und ihn halt. Ne? Also Raphael sowieso sehr beliebt. Wir haben Shell Kicking, Spring Powered Leg Kicking Action. Bewegungspunkte wie immer.
Ich habe das Gefühl, das Bein kann man etwas höher stecken. Und ja, drei Zubehörteile, unter anderem ein Ball auch. Geil. Sehr, sehr geil. Und tatsächlich habe ich jetzt die zwei Schwächsten für mich schon gezogen und die zwei stärksten Folgen noch. Schreibt mir gerne hier mal von mir aus auch zum Schluss eure Meinung bzw. rein, welche ihr am besten findet. Den hier finde ich extrem nice. Den finde ich extrem nice. Er ist aber nicht der Beste. Der Beste befindet sich noch hier drinne. Ja, ihr wisst ja, dass ich selbst auch ganz gerne mal Skateboard fahre. Und wir haben hier Skateboardin Michelangelo. So sieht er aus. Der Mike. The Pavement Pounding Sidewalk Surfer. Was ein Name auch, ja. Coole Figur auf der alten Karte, auf neu gemacht. Und ich meine, das kriegen die immer gut hin. Ja, also man kann das wirklich so, wenn man jetzt nicht die alte Figur auch hat, kaum unterscheiden. Ja, Neuling, der da reinkommt ins Sammeln, der sagt da höchstwahrscheinlich, du, mir reicht auch diese Figur hier. Skateboard ist dabei. Wir haben jetzt zwei Inliner dabei, die hätten jetzt nicht sein müssen. Ich hätte mich mehr über irgendwie so einen Ghetto Blaster oder irgendwie so einen Drink gefreut. Ja, er hat hier sein T-Shirt an mit dem M drauf für Mike Michelangelo. Und an sich sind die Farben ja astrein. Lilaner Handschuh, blaue Schuhe, also was willst du mehr? Das ist eine extrem geile Figur. Hätten sie eigentlich in meinen Augen auch so einzeln nochmal rausbringen können, weil das hat schon was, ja. Die Sportler hier im Bus, sag ich mal. Das haben sie auch geil dargestellt mit dem Bus. Ja, und hier ist definitiv das Highlight, welches ich jetzt gerade raushole. Erstmal, ich erkläre euch warum. Ich fand damals Donatello am besten, den lilafarbenen Turtle. Den haben die ja so ein bisschen, ich sag mal, umgeändert. Der hat sich ein bisschen verändert vom Charakter her, vielleicht auch vom Kampfstil her und so weiter und so fort. Mittlerweile ist mein Lieblingsturtle nicht mehr Donatello, aber damals fand ich ihn eben am besten. Wenn ich auf dem Flohmarkt unterwegs war, wollte ich immer den lilanen finden, okay? Und ja, wir haben hier die 23. Slam Dunking Don. Ja, als Michael Jordan in dem Sinne. Mit der 23 auf dem T-Shirt bzw. Trikot. Wir haben noch ein Turtle Ball dabei und als Equipment noch Garbage Can Rim. Hier definitiv das stärkste Zubehör. Du kannst den Basketballkorb irgendwo dran befestigen und dann den Ball auch reinwerfen. Und er hat hier halt auch die Basketballpose. Man kann den Ball noch da reinstecken in seine Hand. Ja, also eine extrem geile Figur. Gibt es auch als Giant-Variante. Finde ich super geil. Hätte ich ganz gerne. Ich meine, ich bin auch nicht so der größte Michael Jordan-Fan, aber das hat schon was. Michael Jordan ikonisch sowieso. Basketball nicht so ganz mein Sport, ja, aber extrem geil. Sewer Sports All-Stars, Teenage Mutant Ninja Turtles, hier Slam Dunkin' Spring-Powered Hoop Shooting Action. Geil. Richtig nice. Ja, und das waren sie eben. Ja, vier Turtles sind in diesem Paket hier drinne. Es kostet circa 100 Euro. Ja, ich habe jetzt ein bisschen mehr bezahlt. Und eigentlich kriegt man dieses Paket noch relativ gut, wenn man denn möchte. So sehen die Figuren aus. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Welche Figur euch am besten gefällt und ja, ob ihr euch sowas kaufen würdet, ja. Es stellt sich ja immer die Frage, ob man da eben wirklich die alten kauft oder die neueren. Ich meine, wie schon gesagt, in Amerika ist es viel einfacher, an sowas ranzukommen. Da sind die auch nicht ganz so teuer. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen hat man da mehr die Möglichkeit. Vielleicht auch an Einzelfiguren, die man dann, naja, ich sag mal, ohne OVP kauft, weil man die vielleicht nochmal in der Hand haben will oder so. Ist bei mir auch oft so, dass ich sage, ey, ich würde die ganz gerne so auch haben, anstatt sealed, ja. Meine lieben Freunde, das war's mit dem Video. Vier Turtles haben wir uns angeschaut. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann lasst mir gerne ein kostenloses Abo da. Und ansonsten würde ich sagen, keep shooting, ja. Meine Lieben, macht's gut. Ciao, ciao.